Schwitzen, beißen, sich schinden und quälen, das kennen wir doch eigentlich nur von unseren Schalker-Profis im Training, doch jetzt auch von unseren Fans. Die Jungs aus der Kurve stehen normalerweise im Stadion und peitschen dort ihre Kicker an. Jetzt sind sie dran, jetzt müssen sie selbst anpacken. Beim Projekt Fußballfans im Training haben sie die Möglichkeit, an ihren Kilos zu arbeiten. Ich habe das Programm interessant gefunden, habe mir gedacht, Mensch, können wir was für mich tun, und alleine ist es schwer und vielleicht macht es in der Gruppe mehr Spaß. Und ich denke, mit Schalke-Fans untereinander ist bestimmt sicher lustig, Motivation ist da, und wenn dann noch Idole dabei sind, umso größer. Ne? Erwartungen erstmal selber, dass ich zu der alten Form wieder auflaufen kann. Ich sag mal, dass ich ein bisschen fitter werde, ne, weil man merkt, wenn man irgendwo in einem gewissen Alter ist, dass man auch steifer wird vom ganzen Körper, und ich hoffe, dass ich da jetzt ansetzen kann und dann so ein bisschen weitermachen kann, damit mein ganzer Körper wieder ein bisschen, ja, fitter wird. Fußballfans im Training. Das Projekt wird in Zusammenarbeit mit dem Institut für Therapie und Gesundheitsforschung in Kiel und der Deutschen Krebshilfe durchgeführt. In Gelsenkirchen ist die Kooperation mit Schalke Hilft die treibende Kraft. Schalke Hilft bietet in der kommenden Saison einen kostenlosen Kurs mit bis zu 30 Teilnehmern an. Geleitet von professionellen Mitarbeitern, gepaart mit ehemaligen Profis wie Martin Max Olaf Thon oder Thomas Schwaldoch, die den Kursteilnehmern ihre Erfahrung näher bringen. Von Tag 1 haben wir immer gepredigt, gesagt, es geht nicht um die Kilos, die ihr verliert, sondern darum, dass ihr jetzt auf einen vernünftigen Weg kommt, dass ihr bewusst esst, dass ihr aktiv seid, dass ihr euch bewegt. Und diese Dinge standen für uns im Fokus. Fast alle können teilnehmen, doch es gibt ein paar Dinge, die beachtet werden müssen. Voraussetzung ist ein Bauchumfang von mindestens 100 cm und ein Alter zwischen 35 und 60 Jahren. Und ganz wichtig, alle stehen unter medizinischer Beobachtung. Hier wird sich in der ersten Einheit kennengelernt und alles Wichtige über Blutdruck, Puls oder den Fettanteil abgecheckt. In insgesamt 13 Einheiten lernen die Teilnehmer ihren Körper kennen, sowohl in der Praxis als auch in der Theorie. Ich freue mich drauf, ja. Ich versuche aktiv zu sein, ich versuche dadurch jetzt aber noch aktiver zu werden, und wenn ich noch mehr schwitzen darf, umso besser. Das Härteste war halt, dass wir angefangen haben, mit unserem ganzen Gewicht in Bewegung zu kommen. Und ich, ganz klar, ich habe 113,8 Kilo gehabt, wie ich erst mal angefangen habe zu laufen nach gefühlten 20 Jahren, habe ich schon gemerkt, dass das eine große Hürde sein wird. Und natürlich gab es auch viele Zweifel in diesen Wochen. An sich selbst oder an der neuen Art zu leben. Muss ich wirklich darauf verzichten? Warum verliere ich keine Kilos, obwohl ich alles dafür tue? Die ersten 5 Kilo waren eigentlich rasend schnell. Innerhalb von 3 Wochen was passiert. Dann tat sich 3 Wochen gar nichts, und dann fängst du an, ich fange dann an mir zu zweifeln. Hab dann gedacht, oh, hast du jetzt was gegessen, hast du jetzt was falsch gemacht? Hinterher haben die Jungs mir gesagt, also die Trainer, dass es normal wäre. Aber diese 3 Wochen waren hart, weil ich habe weniger gegessen, also noch weniger als sonst, weil ich dachte, irgendwas machst du falsch. Die Zweifel verfliegen schnell, als die Teilnehmer doch Erfolge sehen und die Hintergründe dafür kennenlernen. Der Kurs klärt auf. Er mischt Unterricht zum Thema Ernährung mit körperlicher Aktivität, Infos und Vorbereitung in der Kabine und Training, und das sogar im Stadion bzw. in der Nordkurve. Das ist auch die Motivation und das Außergewöhnliche in diesem Kurs. Die Fans können hier in ihrem Stadion, in ihrer Kultstätte Gutes für sich tun. Ich war ja fast immer dabei. Man konnte auch eine Steigerung sehen von Woche zu Woche. Also ich glaube, wir haben mit Spazierengehen angefangen. Jetzt spielen wir inzwischen Fußball aufs ganze Feld. Also die Jungs, die haben schon tolle Fortschritte gemacht. Mit diesem Projekt wollen die Verantwortlichen präventiv einwirken. Übergewicht ist ein Risikofaktor für mehrere Krebserkrankungen, wie zum Beispiel den Darmkrebs. Und die Menschen sollen dafür sensibilisiert werden. Der Kurs ist Anstoß für eine andere Lebensweise. Ich habe 10 Kilo abgenommen, und das ist einfach... Ich kann es nicht in Worte schreiben. Ich bin allen sehr dankbar. Schalke Hilft auch ganz besonders, dass sie das Projekt aufleben haben lassen. Vielen Dank, dass ich daran teilnehmen durfte. Und das mit Erfolg. Viele der Kursteilnehmer haben Pfunde und Kilos verloren. Das ist das Ziel, und die Teilnehmer gehen mit großen Schritten weiter. Ein Geschenk noch als Dankeschön zum Schluss des Kurses an die Leiter und Trainer. Auch ein Symbol für die tolle Atmosphäre. Es war mal wieder wie so häufig. Schalke kennenlernen heißt Freunde finden. Und das auf einem gesunden Weg. Ich glaube, dass das allen unheimlich viel Spaß gemacht hat. Wir haben viel zu lachen gehabt. Ja, aber ich glaube, das Wichtigste war, dass die Jungs ein bisschen Kilos verlieren. Und ich glaube, das haben sie geschafft. Ich habe in den 12
Wochen 20 neue Freunde dazu gekriegt. Und wenn man sich dann so trennt, man wird sie nicht mehr alle wiedersehen. Und deswegen habe ich auch ein leicht weinendes Auge. Gigantisch. Im Herzen von Schalke, mittendrin, voll dabei. War alles gut.